nur weil sie nicht Nein sagen konnte. Im Alter von 15 Jahren verließ Amber Smith die High School, um eine Karriere als Model in ihrer Heimat Florida zu starten. In den frühen 90ern war ich ein bekanntes Model in Miami Beach. Das war hart verdientes Geld. Man hat sich dafür jeden Tag abgerackert. Bevor sie 20 wurde, war Amber ein international bekanntes Supermodel und ein begehrtes Covergirl. Ich war 19 Jahre alt, kam nach Paris und schlug ein wie eine Bombe. Als ich 25 war, war ich 300 Mal Covergirl, war mit der Concorde unterwegs, reiste immer erster Klasse und kannte weltweit die besten Hotels. Amber wurde die Art Model, die jeden Tag Zehntausende von Dollar verdienen konnte. Ich erinnere mich an ein Shooting mit Helmut Newton für 30.000 Dollar Gage. Die Session hat eine Stunde gedauert. Smith hat auch kleine Rollen in prestigeträchtigen Filmen gespielt, wie L.A. Confidential und American Beauty. Ich dachte, jetzt steht mir die Welt offen. Aber Amber hatte ein tödliches und teures Geheimnis. Ich hatte ein schweres Drogenproblem. Mit 19 habe ich Tabletten für mich entdeckt, weil man damit leicht reisen konnte. Ich habe Tausende von Dollar für Ärzte ausgegeben, die mir Rezepte verschrieben haben. Ich nahm etwas Speed und ging zu einem Modeljob. Und dann war ich immer öfter down. Den ganzen Tag ging es mit mir up and down. Ambers Gewohnheiten hatten ihren Preis für die Gesundheit und für das Portemonnaie. Ich habe in der Woche für 450 Dollar Tabletten genommen. Ich hatte Pillen, um hochzukommen und welche, um runterzufahren. Ich kann kaum glauben, dass ich keinen Herzinfarkt bekommen habe. Zweimal habe ich zu viel genommen. Wie viel so etwas kostet? Zehntausende von Dollar. Die durch die Sucht verursachten Gesundheitsprobleme haben einen großen Teil von Ambers Einnahmen geschluckt. Sie hat ein paar Mal einen Entzug versucht, aber immer ohne Erfolg. Ein Entzug wird nicht von der Versicherung bezahlt. Sie zahlen gerade mal 3 Tage. Aber in 3 Tagen wird man nicht clean. Das hat mich viel Geld gekostet. Schon bald hatte ihre Drogenabhängigkeit ihren Modelberuf beeinträchtigt. 2004 war das Jahr, in dem alles anfing, sich aufzulösen. Ich hatte damals 190.000 Dollar an Ersparnissen. Und die waren innerhalb eines Jahres weg, allein durch mein Drogenproblem. 2006 fand Amber sich in einem Filmprojekt wieder, aber es war nicht L.A. Confidential. Sie hatte die Hauptrolle in einer Softcore-Cinemax-Serie aus Las Vegas mit dem Namen Sin City Diaries. Ich habe das Geld gebraucht. Ich war wirklich ohne Hoffnung. Ich habe es getan, weil ich meine Grenzen nicht mehr kannte. Die Drogen hatten in mir die Führung übernommen. Aber sogar mit dem regelmäßigen Einkommen wuchsen ihre Schulden und ihre Abhängigkeit. All das Geld, das ich am Set verdient habe, habe ich in Drogen investiert. Dann hat mich meine Krankenkasse rausgeworfen. Ich konnte meine Sachen nicht mehr bezahlen. Ich habe weitergearbeitet und mir alles Mögliche reingeschmissen. Bloß um mich darauf in Zug zu kommen. Nachdem die Cinemax-Serie abgedreht war, ging Amber zurück nach L.A. 3 Monate später hatte ich alles verloren. Ich konnte nirgendwo mehr hin, weil ich keinen Kredit mehr hatte. Sie war gezwungen, in einem schäbigen Hotel am Hollywood Boulevard zu wohnen. Ich habe Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin. Aber ich musste irgendwie überleben. Und ich wollte sterben. Ich habe wirklich überlegt, mir eine Kugel in den Kopf zu jagen. Ich habe 5 Norco auf einmal genommen, nur um für 1 bis 2 Stunden bessere Laune zu bekommen. Lächerlich. Ambers Ersparnisse waren weg und sie brauchte dringend Bargeld. Das frühere Supermodel arbeitete eine Zeit lang als hochbezahltes Callgirl. Sie verkaufte ihren Körper für Sex. Ich erinnere mich, wie ich an Türen geklingelt habe und die Leute mich fragten, was machst du denn hier? Die waren echt schockiert, wer da bei ihnen geklingelt hat. Und ich habe es gehasst wegen des Mitleids. Ich wollte kein Mitleid. Ich kann viel über Drogen erzählen. Aber das mit dem Sex war ein neues Level der Scham. Amber Smith war ganz unten. Ich erinnere mich noch, wie ich dachte, oh mein Gott, ich werde noch auf der Straße enden. Und ich werde an irgendeiner komischen Krankheit sterben oder jemand wird mich erwürgen. Ich war nur ganz kurz davon entfernt, dass ich auf der Straße lande. Glücklicherweise bekam Amber Hilfe. Ein Freund nahm sie mit zu einem Drogenspezialisten. Ich ging jeden Tag zur Selbsthilfegruppe. 6 Monate lang. Dann kam diese Reality-Fernsehshow. Ich habe gehört, dass die Leute für Berühmtheiten in der Rehabilitation suchen. Ich habe denen eine Mail geschrieben. Ich bin Amber Smith, ich bin todkrank und brauche Hilfe. Und sie haben mich genommen. Amber hofft, dass sie das Drogenproblem für immer los ist, dass sie wieder als Model arbeitend etwas Geld verdienen kann. Aber anstatt Angebote für das Modeln zu bekommen, bekomme ich eine Menge Anfragen, meine Geschichte zu erzählen, was ich auch gerne mache. Für die nahe Zukunft plant Amber, ihre Geschichte mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Die Zeiten sind hart, aber es muss einem